wir und Peter haben eigentlich mehr oder weniger vor 4 Jahren angefangen, mit einem Frühjahrsputz oder Arbeitseinsatz unser Dorf zur Ortsbildverschönerung halt anzuhübschen oder interessanter zu machen, auch für welche, die nach Peter ziehen möchten. Und da haben wir jedes Jahr eigentlich viele Einsätze und die Anzahl der helfenden Hände ist deutlich gestiegen auch über die Jahre, die halt alles dafür tun, dass es ordentlich in unserem Ort aussieht und viele Perspektiven gibt. Wo wir hergezogen sind, sag ich mal, war das Dorf so ein bisschen im Bäuschenschlaf, so will ich mal sagen. Da haben wir uns entschlossen, einen Heimatverein zu gründen. Wir werden hier sehr stark unterstützt von unseren einheimischen Firmen mit Spenden, finanziellen Spenden, aber auch mit Technik. Dafür konnten wir eben auch viele Geschichten umsetzen, wie zum Beispiel auch den Beachvolleyballplatz, den wir innerhalb einer Woche fertigstellen konnten. Den Barfußpfad finde ich tatsächlich auch sehr schön, auch mit der Umsetzung, dass man dort einfach sich mal hinsetzen kann, sich die Füße vertreten kann im wahrsten Sinne des Wortes. Also man kann gar kein Projekt jetzt, es sind alle Projekte wunderschön, toll geworden. Alles, was hier gemacht wurde, kann jeder nutzen, ob jung, ob alt. Es macht einfach riesig Spaß, hier irgendwas zu tun. Ja, persönlich kann ich immer nur wieder sagen, die Einsatzbereitschaft, wenn jemand was hat, es fassen alle mit an, es guckt keiner weg. Also alle sind alle mit dabei und das ist halt für mich das Schönste, immer wieder auch weiter motiviert weiterzumachen, dass halt alle immer wieder mit anfassen und neue Ideen bringen und was können wir umsetzen. Darauf können wir eigentlich stolz sein hier in unserem kleinen Ort. Es hat ja jeder irgendwo einen Beruf gelernt, zum Beispiel ich bin Fliesenleger, der nächste ist Maurer, wiederum Zimmermänner und Dachdecker und jeder hat so sein Gebiet. Und wenn da eben so eine Aktion ist hier, gerade wie so Graffiti-Projekte oder sowas, da sagt keiner nein. Da kommen die Leute und jeder macht das, was er halt kann. Und wir haben auch Spaß daran. Es wird hinterher schön gegrillt, vielleicht auch mal ein Bier getrunken und dann passt das ja schön.